Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir reden heute über das Thema Biofilm. Immer wieder höre ich von diesem Biofilm. Ich glaube auch zu wissen, um was es dir geht, aber wie man diesen Biofilm letztendlich optimieren kann, verbessern kann und. Das möchte ich heute nicht irgendjemandem fragen, sondern jemand, der sich mit der Welt der Mikroben wunderbar auskennt. Es ist eine Dame, die das alle ihr Wissen auch schon zusammengebracht hat in unzähligen Büchern, und Sie kennen sie auch ganz, ganz bestimmt schon, weil sie wirklich ein Superstar ist im Bereich der Mikroben und immer wieder uns beehrt. Wir nehmen Sie gleich mit auf die Reise, bleiben Sie dran. Da sind wir wieder, und jetzt darf ich Ihnen auch meinen Gast zeigen. Da ist sie, nämlich die Frau Dr. Med. Anne-Katharina Tschocke. Herzlich willkommen. Danke für diese Einführung. Ja, ich sage, auch mein Kollege gerade aus der Regie hat nach unserer letzten Sendung gesagt, wow, wirklich einfach nur wow. Das ist elementares Basiswissen. Noch nicht der Biofilm, generell diese Liebe zu den Mikroben. Und wenn ich denke, nur zurückblicke, die letzten 2-3 Jahre, was die Menschheit eigentlich für eine Angst und eine Panik aufgebaut hat oder aufgebrummt wurde, dass wir Angst haben müssen von irgendwelchen Besiedelungen am Körper, die unser Gleichgewicht stören könnten. Und wie wir die bekämpft haben, ja, eigentlich ist es ja 200 Jahre ein Kampf gegen diese Mikroben, oder? Seit wir Erreger- und Milieuprinzip. Mhm. Stimmt, oder? Ja, und dann kommt es ja speziell beim Thema Biofilm vor, dass Menschen mir schreiben, sie machen eine Darmreinigung, aber der Biofilm sei noch nicht ganz raus. Also die Absicht einer Darmreinigung sei, den Biofilm zu entfernen. Das verstehe ich eben noch gar nicht. Was ist denn jetzt zuerst ein Biofilm? Genau, aber deshalb ist es so wichtig zu verstehen, was ein Biofilm ist. Biofilm nennt man die Gemeinschaft Mikroben, die sich in einer speziellen Matrix organisiert haben und sesshaft geworden sind. Ist das diese Schleimschicht? Zum Beispiel. Also die ist ja elementar wichtig für uns. Genau. Und wieso soll ich die abtragen? Da ist sie ja weg. Das ist ja das Missverständnis, was daran liegt. Jetzt können wir uns anschauen, dazu habe ich 2 Bilder mitgebracht, was im Biofilm im Alltag ist. Den kennt nämlich eigentlich jeder. Das ist der Blick in meine Regentonne von oben rein. Sieht ein bisschen sphärisch aus. Ja, sehr. Und das ist eine blaue Regentonne von oben rein fotografiert. Man sieht mich da auch im Schatten. Und das Grünliche, was da an der Wand ist, das sieht man jetzt im nächsten Bild ein bisschen deutlicher. Das ist dieser Biofilm in einer Regentonne. Ja, ja. Das heißt, auf der Oberfläche, auf der Grenzfläche zwischen fest und flüssig, haben sich Bakterien organisiert. Ist das jetzt schlecht oder gut? Das ist ja auch gut. Wieso beurteilst du das jetzt gerade? Weil in unserem Volksmunde sagen wir immer, grusig, oder? Das muss weg. Das ist eine Veralgung, Verschleimung. Ja, ich lasse das, weil mit dem Regen, was ja auch einiges vom Dach runterkommt, was ich vielleicht meinen Blumen nicht gießen will, und dieser Biofilm verstoffwechselt ja auch Schadstoffe und reduziert die Schadstoffe, die da drin sind, sodass das Wasser damit mehr oder weniger gereinigt wird. Macht eine Fermentation, hä? Exakt. Quasi. Und verbessert den Effizienzgrad. Also das ist extrem wertvoll, was wir hier sehen. Ja. Für das gesunde Erhaltung des Wassers. Also Biofilm war eine ganz wichtige Stufe in der Lebensentwicklung. Man sieht das, wenn man irgendwo wandern geht und es hat geregnet und dann ist eine Pfütze da zu sehen. Dann sieht man diesen grünlichen Schmier, sobald die Sonne dann wieder drauf geschienen hat, sieht man den Schmier. Und wenn es trocknet, bricht das so blättrig auf, so in Schollen, kleinen Schollen an der Pfütze. Das kennt jeder. Mhm. Da haben sich die Mikroben auf der Grenzfläche zwischen Festem und Flüssigem, das passiert aber auch oft, anderen Grenzflächen zwischen flüssig und Luft und zwischen flüssig und Öl, also Wasser und Öl. Auf Grenzflächen können sich Mikroben organisieren, auf den Zähnen übrigens auch, da nennen wir das Plaque. Ist auch ein Biofilm. Daher hat der auch einen ziemlich schlechten Ruf, da können wir gleich noch drüber reden. Mhm. Aber an sich ist der Biofilm eine Effizienzleistung der Mikroben. Das heißt, es gibt zuerst Mikroben, die sich auf dieser festen Schicht anheften können. Und dadurch, dass die sich anheften können mit Eiweißstrukturen oder anderen Molekülen, können sich die nächsten Mikroben dann an diese Mikroben anheften. Ach, mega, so schön. Dann kommunizieren die schon wieder miteinander und geben Zuckerpudding, sage ich immer, Polysaccharide ab und versetzen sich dann so in so eine schwammige Masse, die ihnen hilft, dort sesshaft zu bleiben und nicht gleich beim nächsten Wind und Wasser wieder weggetragen zu werden. Dann kommen die nächsten drauf,
die Mikroben, die vielleicht auf den unteren Mikroben nicht haften könnten, könnten darauf haften. Und so wächst dann eine Schicht heran von Mikroorganismen, die Substanzen abgeben, die ihnen selber Nahrung geben, aber auch den Lebensraum stabilisieren gegenüber Temperaturschwankungen, gegenüber pH-Wertwechsel und ähnlichen Dingen. Das heißt, die können dort drin einfach besser leben und sich dann dem Stoffwechsel hingeben. Also es wird eigentlich haltbar gemacht. Es wird haltbar, es ist stabiler und es kann dann mehr produziert werden, was produziert werden muss oder mehr umgesetzt werden. Also im Fall einer solchen Regentonne mehr Schadstoffumsetzung. Mikroben können ja Elektronen aufnehmen, abgeben und dadurch geladene Teilchen entladen oder nicht geladene beladen und dadurch Schadstoff, Schwermetalle zum Beispiel, auch umbauen, sodass sie nicht mehr schädlich sind für den Stoffwechsel. Und solche Biofilme sind die Grundlage des Lebendigens, die entstehen von alleine überall. Weißt du, das war jetzt so spannend und ich möchte es einfach nochmals erwähnen, in meinem Kopf war es eigentlich immer dieses das Wasser ist kaputt gegangen, ist alles voller Algen, so ein Biofilm ist da drauf. Aber jetzt, durch das, was du gesagt hast, müssen wir einer sagen, großartig, da hat sich ein Biofilm gebildet, dass meine Regentonne das Wasser oder die Pfütze in einem Gleichgewicht bringt, sodass es erhaltet, dass das Leben hier lebenswert ist. Wenn es nicht nötig wäre, würde keiner entstehen. Also wenn das nicht nötig wäre, gibt es dann halt keinen Biofilm darauf. Ich sage dir, du bist meine Heldin. Jedes Mal lerne ich an jeder Sendung, lerne ich was. Ja, so. Andere lernen da auch. Zum Beispiel Biogasanlagen sind ja Fermenter, große Fermenter, wo dann in verschiedenen Stufen bakteriell Stoffe umgesetzt werden, damit nachher mit Essigsäure und Methan bei rauskommen. Und da hat man jetzt festgestellt, wenn man dann Oberflächen einträgt, also Kunststoffpartikel oder Kohle, die eine solche Grenzfläche darstellen zwischen fester Oberfläche und Substrat im Fermenter, dass sich dann auf diesen kleinen Oberflächen Biofilme bilden und die Effizienz eines Biogasfermenters nachher größer ist und mehr Methan bei rauskommt. Das heißt, die Mikroben arbeiten da richtig im Biofilm im Sinne dessen, was der Mensch jetzt ja erfunden hat. Das ist ja, oder nachbaut, also als technische Anlage. Jetzt im Stoffwechsel ist es natürlich ganz wichtig, dass wenn ich einen Biofilm im Körper betrachte, dann ist unser Blick da sehr irritiert worden durch den Biofilm auf dem Zahn, der ja nur deshalb entsteht oder nur dann entsteht, wenn wir die Zähne nicht gut pflegen. Wenn wir nicht wie ein Hund einen Knochen abkauen und alles dann immer schön abschaben und vielleicht auch nicht oft genug einen Apfel essen und reinbeißen, damit diese Zähne dann immer schön abgeschrubbelt werden, sondern es bleibt was drauf. Und das sind natürlich dann auch die Bakterien, die im Mundraum vorhanden sind, gespeist durch die Nahrung, die bekanntermaßen nicht bei allen Menschen optimal ist, verändert durch die eingreifenden Maßnahmen wie antibakterielle Zahnpasta oder Mundwasser mit Alkohol und Ähnlichem. Das heißt, veränderte Mikrobenflora im Mund. Egal, welche Mikroben dann jetzt sind, das habe ich halt in der Hand, aber meistens sind es jetzt nicht so gerade die sonderlich natürlichen, bildet sich auf der Zahnoberfläche die erste Schicht, die dann so anheftet auf dem Festen des Zahnes, haben wir ja sonst im Körper nicht so unbedingt. Natürlicherweise nicht. Also Prothesen sind ja dann auch fest im Körper. Die haben dann auch Biofilme. Können wir noch drüber reden. Also am Zahn jedenfalls bildet sich die erste Schicht durch die Nährstoffe, die dann da sind. Die nächste Schicht, der wächst dann, der Biofilm. Und wenn dann dieser Biofilm als Plaque auf den Zähnen dicht genug ist, dann kommt es dazu, dass der Sauerstoffstoffwechsel, der auf der Oberfläche des Biofilms noch möglich ist, aber unten nicht mehr vorhanden ist, weil der Sauerstoff von den Bakterien aufgebraucht worden ist. Komme ich in den anaeroben Bereich? Der anaerobe Bakterien wachsen und gedeihen lässt, die dann aber Säuren abgeben und den Zahn angreifen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Dann kriegen wir Karies und deshalb hat der Biofilm auf dem Zahn einen ziemlich schlechten Ruf. Nur den kann man ja einfach wegputzen. Den muss man nicht groß irgendwie beseitigen, anderweitig chemisch oder sowas. Und es passiert nur dann, wenn die Mikrobenzusammensetzung im Organismus so ist, dass das eben auch Mikroben sind, die nicht so gut tun. Aber um zu verstehen, warum der Biofilm so einen schlechten Ruf hat, die Zahnärzte, die wollen den Biofilm natürlich weghaben wie nix, weil der da drunter den Säurestoffwechsel produziert und dann Löcher in den Zahn macht. In der Schleimhaut oder in allen Schleimhäuten im Organismus ist es wiederum anders
weil diese Schleimhaut im Darm ja auch ein Biofilm ist, der einen Filter darstellt, durch den diese Nahrung gesunderweise hindurchwandert und nochmal angeschaut wird auf ihren Gehalt hin. Ja, wir kauen, wir essen, wir verdauen im Magen, Bauchspeicheldrüse, Galle, das wird alles vorbereitet. Bis es im Dünndarm ankommt, ist es ja dann eine feine Creme, ist ja alles schön vorbereitet, schon zerteilt. Und die muss jetzt als Nahrung ins Blut und wird dann durch diesen Biofilm, den wir hoffentlich haben, durchgefiltert. Und dieser Biofilm entsteht durch Schleim, der wiederum von Bakterien angeregt wird, produziert zu werden. Ja. Akkermansia muciniphilia ist da berühmt geworden und mit Fäkalibakterien zusammen ist das so ein Duo, die dafür sorgen, dass dieser Schleim aufrechterhalten wird, indem die Bakterien dann sesshaft sind. So eine Mikrobe hat ja zum Beispiel so eine Geißel, mit der sie sich bewegen kann und schwimmen kann, wie so ein Spermium eigentlich, so wuselt durch die Gegend. Wenn es dann aber in diesen Polysaccharid-Film eines Biofilms eintaucht, schmeißt es die Geißel ab und sagt, jetzt lasse ich mich mal hier nieder, kann also einen Teil ihrer Energie für was anderes verwerten und kann dann eine koordinierte Aktion von Stoffwechsel betreiben. Mhm. Das heißt, immer da, wo ein Biofilm ist, ist die Effizienz dessen, was da passiert, höher, als wenn Mikroben planktonisch, sagt man, so als Einzelgänger durch die Gegend gehen. Logisch. Bei Menschen ist es doch genauso. Wir können ja als Team auch mehr bewirken. Mhm. Also wir sagen ja Einzelkämpfer. Ja, wenn man alleine was macht, muss man kämpfen. Gemeinsam sind wir stark. Das ist ein Biofilm. Also, wenn man es jetzt mal auf die Eifel übersetzt, vielleicht jetzt ein bisschen, aber damit man sich vorstellt, dass wir Menschen auch Biofilm sind, oder dass es uns auch gut geht und wir effizienter sind, wenn wir im Biofilm denken und leben, also gemeinsam. Wir hatten ja die Flut und das war, was die meisten Menschen beeindruckt hat im Positiven dann, war die große Zusammenarbeit beim Helfen des Beseitigens des ersten großen Schadens. Und dann sah man halt in Bad Münstereifel wirklich die Menschen wie in Biofilm arbeiten. Ja, Eimerketten, ne? Kette von Menschen, Eimer. So wie man das früher in der Landwirtschaft sowieso hatte, dass man dann in einer Truppe übers Feld ging und dann auch noch gesungen hat und gehackt hat. Das hat Adolf Dänecke erzählt, das ist ja mein EM-Partner gewesen, der nicht mehr lebt. Als der Landwirtschaft gelernt hat, ging man noch als ganze Gruppe übers Feld Rüben hacken und hat gemeinsam Lieder gesungen. Das ist Biofilm, menschlicher Biofilm. Mhm. Dann ist dieses Matrix nicht eine Polysaccharid-Matrix, sondern ist der Gesang und die Zuwendung der Menschen miteinander. Das ist auch Biofilm, halt im Unsichtbaren sozusagen. Das ist die höhere, könnte man jetzt, entwickle ich jetzt so gerade, ne, könnte man sagen, die höhere Differenzierung eines Mikroben-Biofilms ist dann der menschliche Biofilm. Der Biofilm war aber auch ursprünglich beteiligt in der Erdentstehung. Ich habe da noch zwei Bilder mitgebracht. Darf ich? Ja, kannst du mal schauen. Da sieht man zuerst diesen Felsen, das ist der Heseberg in Niedersachsen oder Hessen, weiß gerade nicht. Da hat ein Professor, der war Direktor vom Museum für Geologie in Dresden, Kowalski, 1908, wenn ich mich richtig erinnere, das Konzept entwickelt, dass das mikrobiell entstanden sein muss. Hat das dann... Sieht aus wie Zähne. Ja, das sind Felsen. Ja. Und hat das dann Stromatolithen genannt. Und wie das entsteht, wenn du das andere Bild jetzt zeigst, sieht man heute noch in warmen Meeren, in Australien zum Beispiel, wo das aufgenommen ist. Das sind Mikrobenmatten. Das heißt, ein Biofilm von Mikroben jetzt strukturiert. Und die Mikroben nehmen aus dem wässrigen Milieu Substanzen auf, verdichten die in dem Biofilm, scheiden sie nach unten ab und sitzen dann auf dem festen Untergrund. Wachsen dann weiter, nehmen wieder auf, scheiden ab, bilden die nächste Schicht. Das sind wachsende Matten, die feste Substanz bilden. Und obendrauf wächst das Lebendige als Entstehungsschicht, dieses plasmaartige, mikrobendurchsetzte Lebendige als Biofilm, bildet die feste Substanz. Kann man auch sagen, das ist wie eine Umwandlungsfabrik, wo eigentlich oben was reinkommt, aber unten das rauskommt, was der Körper braucht. Ja, die verändern ja das, oder? Auch biochemisch. Es ist ja alles anders, was oben reinkommt und unten aus dem Film rauskommt. Da gibt es dann Gradienten, Gefälle
in dieser Schicht, wo die Konzentration auch oben anders ist als unten, der pH-Wert anders sein kann, dass innerhalb der Schicht verschiedene Gruppierungen dicht nebeneinander sein können, die einen aerob, die anderen anaerob mit Gasbläschen dazwischen. Und was ich daran spannend finde, ist, dass man ein ganz anderes Erdentstehungskonzept haben kann. Das gibt es auch, das wurde auch schon formuliert, dass nämlich die Erde erst ein Wärmezustand war, gasförmig, und dann so einen Plasmazustand angenommen hat und diese Umwandlung von Plasmazustand in feste Substanz durch Mikroben entstanden. Das habe ich auch schon gehört, und zwar aber eher, wie das Leben vom Meer aufs Land kam. Das waren ja auch Bakterien, die letztendlich die verkrustet sind und die Erde aufgebaut. Genau, und das ist ja vom Wasser aufs Land. Also aus dem Wasser mit den Mikroben wird Festes. Das ist ja im Grunde genommen, man hat ja immer gesagt, da ist das Meer und dann wandert das Leben an Land. Das ist ja Blödsinn, wo kommt das Land her? Das Land kommt aus dem Wasser. Und wie ist das Wasser Land geworden? Durch den Biofilm der Mikroben, die Mikronährstoffe aus dem flüssigen Substrat verdichten und das nur können, weil sie miteinander kommunizieren und sich durch die verschiedenen Kommunikationswege da einigen. Mikroben können ja von ihrer Oberfläche, die eine Membran ist, kleine Bläschen abschnüren. Und die nennt man Outer Membrane Vesicles oder Exosome. Das sind Bläschen, in denen dann etwas drin ist, was vorher in der Bakterie drin war. Und das Bläschen wird abgeschnürt, also erst so die Membran gibt eine Beule, dann kommt das da rein, dann wird es abgeschnürt, dann schwimmt das Bläschen unabhängig von der Bakterie irgendwo hin. Das hat erdgeschichtlich gestanden, das passiert aber auch, stattgefunden, das passiert aber ständig in unserem Körper. Und man hat dann zum Beispiel von Darmbakterien solche Bläschen gefunden im Gehirn. Das heißt, die Information dessen, was in den Bakterien irgendwo im Körper ist, kann durch diese Vesikel, sage ich jetzt mal, das Exosome, Vesikel, Bläschen, irgendwo anders hin transportiert werden. Man hat gefunden, dass solche Bläschen im Herzen zu finden waren, die aus Darmbakterien stammten, die den Herzrhythmus mitgesteuert haben, nimmt man an. Man hat, und in diesen Bläschen, was kann da drin sein? Das können Eiweiße drin sein, es können Enzyme drin sein, die woanders was bewirken. Jetzt stellt man sich vor, viele Darmbakterien kriegen eine Currywurst an, die macht da was mit, die schicken dann diese Exosome mit dem Inhalt dessen, was sie aus der Currywurst gemacht haben, schicken das durch den ganzen Körper durch. Das heißt, das, was da ankommt, das wird mit diesen Bläschen als Information ins gesamte System getragen. Und nun können da drin in diesen Bläschen auch genetische Stückchen sein. Stücke von Genen aus den Bakterien oder von was anderem. Das hat dann natürlich auch jetzt für unsere ganzen modernen Studien in der Wissenschaft nochmal eine Konsequenz, denn wir lesen ja die Bakterienzusammensetzung derzeit an den genetischen Schnipseln ab, die man finden kann. Aber niemand weiß, ob diese Schnipsel aus einer Bakterie kommen oder einem Bläschen, was ein Stückchen RNA aus den Bakterien rausgeschleust hat. Da müsste man jetzt nochmal neu gucken. Aber wichtig ist, die Essenz zu kennen. Bakterien können im Biofilm verdichtet koordinierte Aktionen durchführen und können die Informationen darüber wiederum ans gesamte System geben. Habe ich verstanden. Das ist ja therapeutisch konsequent. Ja, extremst sogar, ja. Aber nochmals fürs Verständnis, auch für alle, wenn ich jetzt nochmals darauf schaue, auf diesen Biofilm, dann ist eigentlich alles, was von oben her drauf kommt, wird eigentlich durch den Biofilm, ich sage jetzt das Wort, gefressen und unten wieder ausgeschieden, in der Form, wie man es der Körper, das Leben braucht. Genau. Und das ist doch mega. Ich meine, würden die das nicht umwandeln? Gäb's uns nicht. Gäb's den ganzen Planeten Erde. Und jetzt erklär mir, warum soll ich therapeutisch einen Biofilm abtragen? Was heißt denn das überhaupt? Ich kann doch den nicht wegnehmen, dann bin ich ja nicht mehr lebensfähig. Ja, dummerweise zerstören wir ihn ja vielfach durch alles, was an chemischen, synthetischen Substanzen in der Nahrung zum Beispiel ist, was unsere Biofilme stört, machen wir ja was kaputt. Und noch schlimmer, wenn ich die Absicht habe, Bakterien zu töten, mache ich den auch kaputt. Antibiotika, aber auch Konservierungsmittel, mache ich Sachen kaputt. Ja, und Biofilm. Tragisch ist ja, dass es dann sogar heißt, die Antibiotika wirken nicht richtig, weil die Bakterien böserweise sich im Biofilm versammelt haben und das Antibiotikum nicht hinkommt.
das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt eine Endoprothese habe, ja, also ein Stückchen Metall oder Kunststoff irgendwo im Körper, habe ich auch eine Grenzfläche zwischen Kunststoff, künstlichem Material im Körper und Körpergewebe. Und wenn ich dann vorher nicht gut darauf achte, welche Mikroben im Körper gerade aktiv sind und es bildet sich auf dieser Grenze ein Biofilm, dann kann das natürlich dazu führen, dass das abgestoßen wird. Dann gibt es Entzündungen und Vereiterungen, ganz üble Dinge. Es gab Leute, die haben dann einen völligen Eiterherd hier gehabt. Das ist natürlich kritisch, da nutzt ein Antibiotikum dann auch nichts mehr, da muss man aufschneiden. Aber man könnte dem vorsorgen, indem man bevor ein Mensch in eine endoprothetische Operation geht, sich darum kümmert, dass das Mikrobiom in so einem guten Zustand ist, dass da sich ein solcher Biofilm nicht bildet, sondern wenn sich eine Biofilm bildet, eine heilende. Weil der Biofilm ist ja auch das, was auf der Wundheilung dafür sorgt, dass die Wunde sich wieder schließt. Da bildet sich sofort ein Biofilm. Und dafür ist aber ganz wichtig, welche Mikrobiomzusammensetzung hat der Mensch. Was da wichtig ist, habe ich ja in diesem Buch Natürlich heilen mit Bakterien dann alles hinten drin beschrieben. Ja, das ist die Bibel. Das ist alles angestrichen, da drin kam ein Satz. Nicht? Also wen das jetzt konkret interessiert, der kann in diesem Buch Natürlich heilen mit Bakterien mal nachlesen, was man alles tun kann. Und also wenn ich zu sagen hätte, dann würde ich das als Bedingung machen für jede Operation, die durchgeführt wird, wo in den Körper eingegriffen wird, weil das Mikrobiom und die Biofilmbildung so entscheidend ist für entweder Wundheilung oder Probleme. Und das haben wir in der Hand. Das machen wir, indem wir den Lebensraum gestalten, indem wir mit den Mikroben umgehen in unserem ganzen Alltag. Jetzt aber noch was zu meiner Eingangsfrage. Warum wird medizinisch Biofilm abgetragen, bevor man eine andere Form von Therapie startet? Da werden Mittel geschluckt. Keine Ahnung, was da drin ist. Ja, das ist ein Missverständnis. Also es wird nichts abgetragen, oder? Ja, da wird was abgetragen. Also es gibt Leute, die haben das Ziel, zum Beispiel mit einer Darmreinigung den Biofilm zu entfernen. Das ist ein Missverständnis. Das wäre so, wie wenn jemand ins Haus kommt und sagt, ich muss hier sauber machen und hängt alle Bilder von der Wand ab und räumt das Geschirr aus den Schubladen raus. Man muss einfach ein anderes Verständnis, dafür sitzen wir jetzt gerade hier, um ein Verständnis dafür zu geben, dass Biofilm das maximierte Werkzeug der Mikroben ist, wo sie optimal arbeiten können. Zum Beispiel die Essigbildung wird mit einer Essigmutter gemacht. Also wo man fermentiert, wir machen ja noch eine Sendung über Fermentation, haben wir ja schon entschieden, dann nutzt mir diese Biofilmbildung, um Lebensmittel zu verwandeln, um höhere Nährstoffwerte zu haben und so. Ein Biofilm ist das Prinzip der Natur, um diese mikrobielle Welt mit Matrix zusammen in einen optimalen Gemeinschaftszustand zu bringen, wo die alle einen Platz haben, wo sie optimal arbeiten können. So wie sich jeder Mensch danach sehnt, seinen Platz auf der Erde zu finden. Und wenn jeder seinen Platz hat und nicht woanders sein will und sagt, hier kann ich wirken, hier bin ich akzeptiert, wie ich bin, hier kann ich mein Potenzial entfalten mit den Menschen, die um mich rum sind, da sind doch alle glücklich. Mhm. Wenn ich sage, du musst hier weg und du musst dahin, dann gibt es ein Durcheinander. Da gibt es lauter Einzelkämpfer, jeder will der Champion sein und mit Champagner oben stehen und ist nachher unglücklich und fällt ins Loch hinterher, weil das nicht glücklich macht und so. Also ich glaube, es ist ein Missverständnis und da fehlt noch viel, bis der Respekt vor dem Wirken der Mikroben dann so weit gewachsen ist, dass man sagt, ja, wir gucken hin und die können das, die optimieren das. Das tun die für uns und nicht gegen uns. Ja, wenn ich noch was das Bild anschaue und mir einfach vorstelle, was da oben alles draufkommt und was unten alles rauskommt, letztendlich um Leben zu erhalten, da muss man einfach nur anschauen und sagen, danke, das ist ja ein Wunder. Dieser Biofilm ist ein Wunder. Ja. Und das ist schon sehr eine demütige Einstellung, weil was die leisten, ist ja der Mensch überhaupt nicht fähig, diese Umwandlungsprozesse. Nein, den Menschen gäbe es ohne nicht. Das ist sozusagen eine mütterliche, ne, der Essigmutter sagt man ja, ne, zu dem Biofilm, bei dem Essig produziert wird. Ne? Weißt du nicht, guckst mich jetzt so an. Essigsäure? Ja, aber man nennt das Essigmutter. Aha. Der Biofilm in der Essigherstellung, auf Wein, der Essig wird, entsteht ein Biofilm mit Essigbakterien und der bildet Essig und man nennt das Essigmutter. Okay. Und das ist ein Mutter. Ah, ja, die Mutteressenz, ja, genau. Das ist eine Mutter, das ist die Lebensmutter. Ja, das ist das mütterliche Prinzip des Hervorbringens, der Fruchtbarkeit, ja, der Wahl auch. Woher wissen die Mikroben, was sie aus dem Wasser nehmen, damit darunter Fels nachher ist, auf dem wir wandern gehen heute. Der Planet Erde mit den Kontinenten,
ist ja in Jahrmillionen, Jahrmilliarden Jahren, wenn wir ein Zeitkonzept überhaupt haben können, entstanden aus diesem mütterlichen Prinzip des Wandelns, des Umwandelns, des Miteinanders, des Füreinanders im Einklang mit einer höheren Ordnung, die Leben hervorbringt und Leben erhält und immer ja lebensförderlich wirkt. Ich glaube, diese Sendung hat heute auch wieder ganz, ganz viele Klarheiten geschaffen für uns alle. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, liebe Anne-Katharina. Das ist, ich hätte nicht gedacht, was ich immer an jeder Sendung wieder von dir lernen darf, ist ein Segen. Ich kann mir eigentlich nur für mich wünschen, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, im deutschsprachigen Raum, die sagen, wow, ich muss mal einen Vortrag organisieren und die Frau Czocke hierher holen, damit das einfach auch 100 oder 200 Leute einfach auch noch hören, wie eigentlich das Leben aufgebaut ist und wie wir eigentlich gemeinsam mit den Mikroben eine ganz andere Gesundheit haben können für uns selbst, aber auch für unsere Tiere, für unseren Raum, für unsere Pflanzen. Das sind ja eigentlich alle abgeholt. Der Gärtner, die Küche ist abgeholt mit Fermentation und die Mediziner sind abgeholt. Also eigentlich ist es ein Grundverständnis, was wir in die Welt hinaustragen müssten. Ja. Hast du überhaupt noch Ressourcen, wenn sich jetzt da Menschen melden würden und sagen, oh, das muss sich organisieren? Ja, gerne, ist ja mein Beruf. Also ich versuche wirklich immer möglich zu machen, was geht. Also ja. Ja, dann schauen es ist wir auch mal. Ganz wichtig, weil dieses Prinzip ist das Lebensprinzip, was uns Menschen auch glücklich macht. Und wir können gar nicht glücklich sein, wenn wir nicht begriffen haben, dass im Kleinsten das Miteinander die Grundlage für alles ist. Und wir können auch nicht gesund sein, wenn wir das nicht grundlegend verstanden haben. Es geht ja um Heilung. Klar. Diese Welt braucht Heilung. Wie viele Bücher hast du geschrieben? Weil ich habe hier jetzt nur gerade 3 liegen und die sind eigentlich ganz unterschiedlich strukturiert. Hier eben meine Bibel, die sich ja völlig auf den Menschen bezieht. Hier habe ich zum Beispiel die erstaunlichen Kräfte der effektiven Mikroorganismen. Genau, die EMS ist auch so ein großes Thema. Also das ist eigentlich ein gutes Einsteigerbuch, wenn jemand damit sagt, zu lernen, zu leben. Ja, da ist der erste Teil ist allgemein über die Bakterien und der zweite dann spezifisch über diese Mischung, Bakterienmischung. Und also das ist so ein kleiner Liebesroman, Liebeserklärung an die Mikroben, das dicke Blaue, was du dann noch das geht dann tiefer. Da ist auch die ganze Philosophie mit drin, die Landwirtschaft mit drin. Und Gerüche neutralisieren, Wasser reinigen. Genau, das ist dann der praktische Teil. Münze, Düngewand, Fäulnis beseitigen. Ja, ich nehme jetzt immer EMS jeden Morgen, die ganze Familie, seit ich da das erste Mal gesehen habe. Und dann gibt es noch das Buch über die Darmbakterien. Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit. Genau, wie die Bakterien im Darm, die Bezüge zum Immunsystem, zur Ernährung, zum Gehirn, zur Konzentration und so. Ist auch wichtig zu verstehen, wie wir eigentlich da gestrickt sind und welche Auswirkungen das hat, was wir mit uns machen. Da kann man ja schon sehr viel Heilung finden, wenn man da einfach versteht, was da ist und da in seinem Leben das entsprechend anpasst. Wenn wir jetzt Personen haben, Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker oder auch Menschen zu Hause wie du und ich, wo einfach sagen, das interessiert mich, dieses Thema, kann man da irgendwo auch mal ein Inhaltsverzeichnis zu diesen Büchern lesen, um zu sehen, welches mich auf dieser Ebene von Informationen abholen würde? Also ich habe auf meinen Websites drauf sowohl die Bücher alle verzeichnet, die Inhaltsverzeichnisse rausgeschrieben und es gibt auch Trailer, wo ich nochmal kurz über die einzelnen Bücher gesprochen habe, dass man das ein bisschen differenzieren kann. Okay. Findet man darmbakterien-buch.de. Gut. Man kann aber auch einfach meinen Namen googeln und dann kommt man da auch dr-czocke.de ist auch eine Website und kommt man da weiter. Super, wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich Gerne. Für dein Wirken. 20 Jahre lang machst du schon? 22 Jahre. 22 Jahre lang? Ja, dann anfangs wurde ich ausgelacht. Dann, wenn die Leute dann das Mikrobiom verändert haben und dann ging die Depression weg, parallel zu den verbesserten Verdauungen. Ja, alles psychisch. Na klar ist es psychisch, aber heute gibt es die Studien, die wirklich die Zusammenhänge zwischen Darmbakterien und Gehirn beweisen und das zentrale Nervensystem eben wirklich gekoppelt ist und wir abhängig sind, auch in unserem Denken und den Erkenntnisfähigkeiten von der Zusammensetzung unseres Mikrobioms. Schon wichtig, dass wir da total friedlich sind. Ja, für mich bist du wirklich deine Ausnahmewisserin in diesem Bereich und das schränkt sich jetzt überhaupt nicht nur auf den Körper ein. Immer wieder gerne erinnere ich mich an die Sendung, wo wir gemacht haben, dass der ganze Raum voller Bakterien ist, wie wir uns gar nicht sehen, während da
das ist alles voll, wenn wir die Bakterien sehen würden. Und dass die eben auch ein Klima erzeugen, wo jedes Land andere Bakterienstämme hat im Raum und deshalb fühlt sich das auch anders an. Das ist doch einfach unfassbar. Ja, ja. Und es ist neulich noch eine Studie erschienen in Holland, die mir noch nicht zugänglich ist, die aber darauf hinweist, dass die Umgebungsmikroben noch eine viel größere Rolle spielen, als wir bis jetzt gedacht haben. Und sogar die Regenwolke kommt mir noch in den Sinn, dass da auch Bakterien sind, die sagen, und. Es ist, alles ist voll. Und wir suchen lieber die keimfreie, sterile Gegend auf und meinen, sie sei steril und das sei das Richtige, statt in Harmonie und in Liebe zu den Mikroben ein gemeinsames Leben zu suchen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel der heutigen Sendung, wo ich mich ganz herzlich bedanke. Gerne. Dass wir nicht gegen das Leben arbeiten sollten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern immer mit dem Leben arbeiten sollten. Und deshalb ist es natürlich auch immer kritisch zu sehen, wenn man mit etwas arbeitet, das gegen das Leben gerichtet ist. Und das möchte ich heute einfach nochmals sensibilisieren und Sie einfach nochmals mit diesem Bild nach Hause schicken, ins Bett schicken, wo auch immer Sie hingehen, wie dieser Biofilm ausgesehen hat, wo wir heute thematisiert hatten und was dieser doch für eine wertvolle Aufgabe zu erfüllen hat. Und vielleicht auch noch die Regentonne nochmals letztendlich in den Begriff zu kriegen, was da entsteht, ein Wunder entsteht, um das, was drin ist, zu erhalten. Faszinierend. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.